letzten 20 Jahre, da gibt es kein Highlight in dem Sinn. Highlights waren für mich immer zum Beispiel gute Touren oder zum ersten Mal die Songs auf der Tour spielen irgendwie. Das sind dann immer das, so ein einzelner Highlight, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, beziehungsweise es hat sich auch nicht eingebrannt. Das ist einfach so ein komplettes Erlebnis, das ich da gehabt habe, dass immer wieder dieselben Dinger sind, man geht auf Tour, man freut sich, das sind immer wieder Highlights für mich. Highlight natürlich war auch, als Silvia die Band verlassen hat, beziehungsweise als Ralf und Robby, das waren auch Highlights, geht ja auch in die andere Richtung. Aber dann war es zum Beispiel auch wieder ein Highlight, als wir die neuen Jungs gekriegt haben, das hat menschlich gepasst. Von daher habe ich so einen einzigen Highlight habe ich nicht. Kontinuierlich. Ja.